Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, diesmal mit MTB Crafter. Hallo. Und ich fahre den neuen Pershing Jumbo, kann man ihn quasi nennen, den T26E5. Ja, genau. Das Ding, ja, ist wie gesagt eigentlich der Pershing zu dem Sherman Jumbo, wie der Jumbo, naja, du weißt, wie ihr wisst. Es ist ein dick gepanzerter Pershing. Bisschen langsamer, die Kanone ist, glaube ich, die gleiche wie im Standard. Kommt vorne zwischen 250 und 300 mm Panzerung, wenn man es gescheit hinstellt, aber er hat Weak Spots, mehr sogar als der Sherman. Aber, ja, schauen wir mal. Wir sind natürlich wieder aufnahmetypisch auf 7.3 gelandet, obwohl wir auf 6.3 eigentlich starten. Ja, aber das sind wir ja gewohnt. Das macht's dadurch nicht besser. Das stimmt, aber ja. Ja. Sind denn Tiger 2 gewesen? Ah, Tiger 2 sind von dem Ding echt die größte, der größte Fluch. Die lange 8 schießt da halt leider trotzdem durch. Und ich lade gleich mal auf APCA um, weil ich mit 170 Pen nicht durch den Tiger komme. Nicht frontal zumindest. War was? Was? Wo war was? Da ist tot, ist tot, ist tot. Achso. Ey, Haus, lass mich los. Das Haus hat dich lieb. Oh, pass auf, hier steht was. Das müsste der Tiger 2 sein, Achtung. Das ist das. Tiger 2H war das, glaube ich. Das ist schlecht, dann lade ich schon mal direkt um auf IPCA. Ja, der ist hier. Au, ich hab meine Kette. Au. Ah, APCA for the win. Wäre gut, wäre gut. Hier war aber noch was, hat mich gerade beschossen. Ja, ich muss reparieren. Wie lange? Noch 20 Sekunden. Ich kann so ziemlich nichts einsehen, also. Ja. Okay. Ich hole mir trotzdem mal ein paar Punkte hier beim Cappen, weil ich brauche noch Punkte zum Ausbauen. Vor uns ist schon wieder was. Ja, also ich habe ihn erst links liegen gelassen, diesen Panzer, aber das war ein Fehler, der ist richtig gut. Also vor allen Dingen, wenn man Top-Tier ist. Na, ich habe ihn auch angefangen zu erforschen, aber die letzten Tage habe ich fast nicht gespielt. Ja, du warst ein bisschen mit deinem 3D-Drucker beschäftigt, ne? Ja. Wie läuft's? Ja, ja. Also. Nach ein bisschen Gefriemel da war der zweite Druck jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch der erste war gar nicht so schlecht. Aber viel gedruckt habe ich noch nicht. Tiger 2 da oben wieder. Er guckt. Ich hab. Au. Seine Optik draußen. Bin nicht gepennt, leider. Nein, nein, lange 8. Ach, das lassen wir mal schön. Wie gesagt, die ist echt böse gegen dieses Ding. Vor allen Dingen, das Gunmantlet von dem Teil ist leider nicht so dick, wie man es gerne hätte. Das ist quasi der Weak Spot am Turm. Und natürlich die. Da steht einer. Okay, 800. Au! Okay, ja, gut. Und wo kam der jetzt? Oh, von hinten. Der ist quasi bei dir. Ich bin tot. Ach, du bist schon tot. Eine ganze Weile. Hast du das gesagt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, denkst du ich? Oh, warum schieße ich denn? Ich schieße doch gar nicht. Mann. Da hinten ist wie gesagt was. Also da sind zwei Tiger. Ein P und ein H sind das, glaube ich. Also Tiger 2. Ja. Tiger PH. Achtung, wie gesagt, hier außen, schieß mal lieber das Ding ab. Da steht irgendwas mit einer Autokanone. Das ist dir, für dich saugefährlich. Flugzeug. Ich hab da halt voll. Jeder Armee-Panzer ist da. Ich seh da nichts. Oh, verdammt. Hi.
Nein, danke. Da steht ein Jagdtiger. Warte mal. Wow. Da komme ich nicht durch. Ah, sehr schön. Der Flieger ist raus. Also ich schätze mal, das Außen ist eine Marder. Nicht ein Marder, ein Wiese. Au. Au, von wo? Ja, ist es. Keine Ahnung. Hat mein Rohr. Ich sollte das Wiesel eigentlich relativ kalt lassen. Hoffentlich nicht kalt machen. Sehr schön. Also Tiger 2 habe ich echt am meisten Schiss. Fuck, Tiger ist tot. Ja, ein bisschen Kill-Assist hier mitnehmen ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich lade in der nächsten Runde ein bisschen mehr APCA in die Mühle. LOL! What? Direkt links von mir. Links? Das ist meine Seite. Ja, ja. Na gut, kommen wir mit dem Pershing. Der steht, von dir aus gesehen, quasi jetzt genau nach vorne in Richtung Gegner spawnen. Hier war der. Okay. Oh, schießt auf mich. Mhm, hol ihn dir. Haben gefunden. War ein Verräter. Oder ist ein Verräter? Hast du ihn? Nee. Ich warte, bis er wieder rausfährt. Gott sei Dank habe ich Pfeifen gehört. Junge. Der ist hier, ne? Ja. Hier, da so in der. Guckt der dich an? Der weiß auf jeden Fall, dass ich da bin, hat auf mich geschossen. Ja, wäre halt relevant zu wissen, ob er mich anguckt oder dich, weil ich pushe ihn dann jetzt von hinten. Ich weiß es nicht, ob er mich anguckt, ich sehe ihn nicht. Ach so, der ist noch eine Straße weiter. I see, I see. Oder I see not. Aber er guckt wahrscheinlich zu mir. Weil ich weiß nicht, wie gesagt. Also warte mal, du kannst hier einsehen, ja? Ich kann die Hausecke hier sehen. Gut, gut. Das ist alles, was also ich wenn er hier wollte. Nach hinten rausfährt, dann wirklich hinten rum. Ich habe noch keine Lust, dass der mir in den Hintern ballert. B mal wieder. Oder, nee, A. Beziehungsweise, wo ist unser Team? Das geht ja gerade weiter wie die letzten Runden. Sag mal, was haben wir eigentlich getan, damit wir ständig irgendwelche sich auflösenden Teams bekommen? Wir spielen Warthunder. Ja, aber beim Gegner klappt es ja auch. Wobei, die Deutschen kämpfen gerade verbissen, weil die alle an der Maus forschen. Und ja, wir werden demnächst eine Folge damit machen. Aber meine Laune, die Maus zu spielen, ist ein bisschen gedämpft worden mit dem Wegfallen von, ich sag mal, Bounce-Punkten. Also generieren von Geld und... Ach komm, Tiger... Wirklich, ich hasse Tiger 2 als Gegner. Oh wow. Ist denn der? Auf der anderen Seite der das Punkt, das steht einfach hinter einem Haus. Au. 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 Jo. Ist der Tiger raus? Nee, ist er nicht.
Ich probiere ihn wegzukommen. Ist gescoutet? Ja, bin noch 4 Kilometer weit weg. Er scheint eine Flanke zu haben. Okay, ich komme da nicht mal durch, wenn ich die untere Platte krieg. Tiger 2 ist halt schon böse gepanzert, wenn man auf Distanz kämpft. Also, ja, ist der Gescoutete. Wenn du ihn wegbombst, bin ich glücklich. Habe ich meine Rache. Lol, satt! Ah, da ist er. Ja, 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 Boden, 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 Boden. Er ist weg. Da ist noch einer gescoutet. X, kannst du den beschießen? Meinst du den da, oder was? Den, den ich gerade markiere. Den. Ah, ja, 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 ja. Der rommelt mich am Spawn weg. Das ist ein M41. Ah, dir? Mit Raketen. Aha, Boden. ich komme jetzt in der Flak, wenn du einen feindlichen Flieger oder so am Hacken hast, komm vorbei. Ich glaube nicht. Ah, doch, habe ich. Bist du, wo bist du? Wo ja, bist ich du? Hab einen. Über dir, glaube ich. Ja, hinter mir. Ja, gut. Ah, ist ein Schinden. Ah, ja, ich will dich nicht treffen. Au. Ach komm, ey. Ja, also wenn du über dem Spawn deine Kreise ziehst, habe ich kein Schussfeld. Ja, ich habe halt gedreht, um wieder zum Schuss zu kommen. Alles gut, alles gut. Ich erst gesehen, dass er da ist. Das ist so eine abgedrehte hier, das ganze Team ist weg und du lässt dich wegrommeln, Runde. Da kannst du auch nicht mehr viel machen. Mhm, ganz toll. Oh wow, bist du schlecht im Ziel. Ist ja fast so wie ich. Also da ist eine Focke Wolf, eine 262 und die Schinden am Himmel. Du wirst ja mit der Hecke keinen Spaß haben. Und doch, doch, doch. Genau das, was ich meine. Eigentlich würde ich wesentlich mehr Punkte haben, weil ich so oft getroffen worden bin. Aber du kriegst halt einfach für Bounces oder generell fürs getroffen werden keinerlei Punkte mehr. Jetzt würde ich gerne nochmal den Sinn von schwer gepanzerten Durchbruchspanzern von Gaijin hören. Weil eigentlich solltest du damit ja Schüsse aushalten, damit dein Team hinter dir vorrücken kann. Aber du kriegst dafür einfach nichts mehr. Oh, okay. Das sah gut aus. Interessant. Eieieiei. Ja, drei, ernsthaft. Ja, ja, das kannst du vergessen. Die stehen halt direkt um unseren Spawn rum schon. Kannst du nochmal rein? Ich hab noch meinen wunderhübschen. Dein wo Wunder ich die Regierung noch nicht geändert habe. Oh nein, oh nein. Du hast nichts. Das sieht da echt creepy aus. Der R3 ist links, fährt links. Ich hab kein Schussfeld. Hab nicht genug Depression. Rechts ist noch eine Flak, Achtung. Ist der R3 tot? Ja. Überlebe, I will survive. Ja, so läuft es, wenn du ein maximales Abtier bekommst und. Oh. Freude, Freude. Ja, ignorieren und weiter geht's. Ja. So, Fingers crossed, dass wir jetzt mal Top-Tier sind oder zumindest nicht ganz geabtiert werden. Aber wie gesagt, das ist momentan so gut wie unmöglich, weil die ganzen Deutschen da oben rumeiern auf 7-3, 6-7, Tiger 2, Leopard. Wo kann ich aber auch verstehen, die Maus ist hübsch, nur leider nicht mehr so sinnvoll. Ja. Ja, mich ärgert das. Also, das ist halt echt untergegangen. Bei diesem Aufschrei mit den Backups ist das komplett untergegangen, dass Gaijin das entfernt hat. Ja, das stimmt. Hm. Also, wenn das geplant war, war das Genius. Ja. Oh, Matchmaker, jetzt enttäusch mich nicht. Alter, 201 Deutsche. Matchmaker, worauf warten wir eigentlich? Es warten 72 Amis, 60 Russen und 201 Deutsche. Hm. Ja, komm. Ich gebe dir noch bis 1:30 Zeit. Wenn wir dann nicht in einem Match sind, dann cutte ich dich. Dann kaufe ich nie wieder Golden Eagles. Dann musst du ja auch nicht.
Ah, sag das nicht. Ich bin komplett pleite. Der Sale hat mich ausgesaugt. Wobei, ich habe immer noch 27 Millionen Silver Lines, aber nur noch 70 Golden Eagles. Und bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Und was sind wir? Top Tier. Und bevor jetzt wieder 20 Leute in den Kommentaren fragen, wie wir das sehen, anhand der Kosten für die einzelnen Fahrzeuge. Ein Heavy kostet zum Beispiel 160 Spawn-Punkte, wenn er Top Tier ist und nur 100, wenn man ein komplettes Up-Tier bekommen hat. Bei Mediums ist, glaube ich, 150, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hätte ich eigentlich gerade gucken können, bin ich doof. Ja, bei Mediums 150 und volles Up-Tier dann 100. Ja, ja, ja. Bei TDs habe ich noch nicht ganz im Kopf. Ich glaube 130 ist, wenn du Top-Tier bist und 90 irgendwie, wenn du geupdatet wurdest. Ja, irgendwie so. Ja, ja. Aber am einfachsten ist es eigentlich mit Mediums zu sehen. Ja, ja, ja. Man hat ja eigentlich immer einen dabei, also. Ja, aber ich habe gerade nicht nachgeguckt. Es geht ja nur um diesen hier. Ich habe mir übrigens dein Tarnungsmuster abgeguckt, ne? Siehst du? Du benutzt doch dieses deutsche Diekel, oder? Ja, bestimmt. Ja. Ja, ja. Das ist das große eingerahmte Schräge mit diesem komischen. Ja. Okay. Nachmacher. Ja, wird ein Patent drauflegen müssen. Ich habe keine Golden Eagles mehr, um mir eine Tarnung zu kaufen. Hopp mich nicht. Oh, wenn das Ding doch so stabil hätte. Stimmt, ich bin stabil. Vor mir ein Gegner. Hallo. Was? Wow. Au. Und ja. Wo hast du eine reingekriegt? War das der von dort? Ja, von dem. Ja. Mein Turm ist leer. Ich habe nur noch zwei Kugeln. Ja, warte. I try to be helpful. Ja, das ist keine deutsche Challenge. Wir sind Amis gerade. Es wurde sehr interessante Decks vorgeschlagen, so 4-4-0, 4-3. Ich bin so ein bisschen zu dem 3-3er-Deck von mir hingezogen, bei der Deutsch Challenge mit den Panzer 3, das ist schön gemütlich. Ja, da müsste ich noch ein paar erforschen. Ja, dann mach mal. Hier ist aber klar, dass du mitmachst, ne? Oh, dass ich auch Deutsch reden muss. Da steht einer. Kein Bug. Nee, da steht er hinter dem Haus. Also, direkt da, wo ich gepinkt hatte, ne? Du meinst den da oder was? So. Oder also was? Hier hinter dem Haus. Da. Okay. Hier. Was war dein Plan? Hä? Guckt mich an, weiß, dass ich noch schießen kann und dreht den Turm seitlich weg. Also ich meine, ich beschwere mich nicht, aber hä? Ja, vielleicht wusste er, dass er stirbt und hat wohl das schnell gehen lassen. Schnell. Ach so, ja. Den schnellen Ausweg. Schnell ja, genau, ja. Ja. Also die APHE von dem Ding hier ist schön brutal. Leider nicht ganz so effektiv wie die 85er der Russen, also was Winkel angeht. A können die Gegner gerne haben, solange wir B und C halten. Und ja, man sieht, dieses Ding ist jetzt keine Rennmaschine. Man merkt die Zusatzpanzerung definitiv. Also das ist, glaube ich, selbst der Jumbo Sherman Mobile. Ist unser Leitkart draufgegangen. Welcher? Hier war doch eben ein... Ah ne, der ist weitergefahren. Hi Hellcat! Warum bin ich so schadenfroh heute? Mir kommt hier nichts. Nee, also ich fahr jetzt mal kurz hier hoch und guck mal darüber. Aber dann. Wobei, wenn ich da hinfahre, komme ich nie wieder weg, weil ich nicht schnell genug bin. Ja. Der Spotter ist eh blöd, weil man dann nur in den Spawn schießen kann. Ja, ja. Ist halt super, um die C-Flanke zu verteidigen. Ja, aber okay. Die können ja kurz noch von hier kommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommt auch gleich was. Fahr da mal hin. Mach mit. Ich habe eh das Gefühl, wir verlieren gerade in der Mitte viel zu viele Leute.
Also wenn unser T34 hier stirbt, ja, du siehst ja, der da. Dann wissen wir, da kommt was. Ja. Das stimmt. Ich bin eigentlich nie so ein Fan von den Pershings gewesen, aber der hier macht mir Spaß, weil er halt einfach mehr bounced als die anderen. Okay, da kommt was. Ich guck, da hinten deckst du hier ab. Ja. Aber stell dich am besten so, dass du von deren Spawns nicht beballert werden kannst. Meinst du von deiner Seite? Ja, stell dich am besten hinter das Haus oder so. Wer mich hinter dich erkennt. Au. Und wo war das? Direkt frontal von mir aus gesehen. Also wie weit frontal? Ja, ungefähr die Mitte zwischen deren Spawn und mir. Das ist schlecht, ich habe jetzt einen Panther vor mir, einen Tiger eh hinter mir. Und er hat meine Kanone. Nichts außer meiner Kanone. Ich brauche Hilfe. Ganz schnell. Ja, du machst mir nichts außer die Kanone zu ziehen, aber du hattest das Glück, die Kanone zu ziehen. Ja, nur leider gibt es keine Punkte. Genau das bringt mir keine Punkte mehr. Das ist so dumm. Also ich tue ihn hier sehr gut abhalten. Nein, Kumpel, nein. Danke dir. Okay, das war böse. Hilfst du mir kurz? Nein, wie ich ihn vor mir hergeschoben habe. Ja, was denkt er sich auch dabei? Ja, ganz ehrlich, ich habe ihm halt die ganze Zeit den Stummel von meiner Kanone ins Rohr gehalten. Der hat nichts getroffen, außer meine Kanone. Danke. Ja, so macht man das halt. Ja, ne? Mir schön die Kanone ins Gesicht. Ja. Ja, das ist aber wirklich, das ist mein Glück. Die Kanone ist immer das Erste, was geht bei mir. Ich decke jetzt wirklich hier ab. Also... Aber mir ist immer der Rest. Kanone bleibt meistens ganz, aber der Rest halt nicht. Warte mal, war das nicht derselbe Typ? Keine Ahnung. Und schon wieder die Kanone. Hilfe! Da kommt ein Tiger, beeil dich. Scout ihn am besten direkt. Und da kommt noch eine Wirbel oder Ostwind. Tiger ist schon da, am Eck. Ja, genau. Commander Gunner Horizontal Turret Drive. Ich bin an der Optik gebounced. Sehr gut. Weg. Da ist aber direkt noch einer. Wie gesagt, pass auf, da ist ein Ost- oder Wirbelwind hier. Oh, Bombe, Bombe, Bombe. Halt aber nicht uns. Ah. Was denn? Ich wäre fast umgefallen. Was machst du denn? Ja, die Bombe, die hat mich weggedrückt. Ei. Ja gut, die eine Flanke können wir hier mit dem Ding gut halten. Aber... Ja. Es ist nicht genug Mobilität in dem Ding vorhanden, zumindest so Stock wie er beim... Naja, Stock. Zur Hälfte ausgebaut. Ich kann noch nicht genau sagen, wie er voll ausgebaut ist. Aber ich habe schon andere gesehen, die wesentlich schneller damit waren. Also ich hoffe einfach, er wird nochmal mobiler. Und man sieht, die Kanone, die langt eigentlich.
Die Kanone ist ziemlich gut. Das einzige Problem ist halt ein Abtier. Mit 170 Pen kommst du nicht mehr weit, wenn der Gegner 180 hat, wie der Tiger 2 an der Front. Oh. Ja, 170 auf 100. Also, und 173 auf 10. Also, da siehst du alt aus. Aber, gutes Teamwork, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Ja, hey, ist jetzt schon spannender als die letzte Folge mit diesen komischen Matches. Ja, das stimmt. Also, das habe ich aber immer noch abends. Also, irgendwas ist da gerade im Argen mit dem Matchmaker. So, hier drauf. So, eine machen wir noch. Drücken wir die Daumen und kreuzen die Finger, dass es nochmal so ein schönes Match gibt. Ja. Okay. Geht auf jeden Fall schon mal schneller. Und ja, danke schon an diejenigen, die gesagt haben, bald ist 3000. Ja, ich weiß, bald sind die 3000 erreicht. Freue ich mich auch riesig. Und es ist auch ein Event geplant. Werde ich ankündigen, sobald wir da noch näher dran sind. Und natürlich ist wieder 7-3. Ja, und es ist dieser dämliche Modus. Ja, was sonst? Ich weiß nicht, wohin? Sag du es mir, ich habe keine Ahnung. Okay, dann fahren wir 7er Linie. 7er Linie. Mhm. Ja, ich versuche halt den Turm nur rausstrecken zu lassen. Weißt du, hinten dieser Assi-Posi. Ja. Also der Turm alleine geht sogar. Aber das mit den Kanonen, dass die mir immer alle die Kanone raus. Wenn ich das beim Gegner versuche, die Kanone ist voll oft unbeschädigt. Hast du das auch? Nur mit kleinkalibrigen. Also nur wenn es irgendwie schnellfeuernde Kanonen sind. Aber wenn ich ein bisschen mehr Kaliber habe, dann sind die eigentlich immer weg. Das ist voll oft, dass ich dem Gegner direkt vorne auf die Mündungsbremse feuer. Also wirklich direkt rein im Grunde und die Kugel verschwindet. Du hast diese Wellenbewegung, als wäre die Kugel explodiert, aber das Rohr ist weiß. Es hat keine Beschädigung. Das habe ich total oft. Ich hätte es immer mit Autokanonen, dass ich das Rohr komplett zerlöcher. Das sieht dann aus wie ein Schweizer Käse. Aber es feuert noch ganz normal, ja. Aber das ist halt, ja, immer noch weiß. Ja, Mobilität auf Sand, auf Sand oder Wüstenboden ist sogar relativ gut. Ich meine, wir sind relativ gleich schnell. Ich bin auch komplett stark. Trotzdem fahre ich hier gerade fast 40. Oder bin gerade fast 40 gefahren. Oh, wow, wow, wow. Leopard 1. Das sind Dinger, die sehe ich nicht gerne. Ich auch nicht. Lol, wait. Der steht außerhalb der Map. Moment. Rangefinder mal. Ich hab. Oh, ich bin an sein Dach gebounced. 50 Meter. Wo ist er denn? Ah, in der Nähe. Ah, ja, ja, ja. Hit, Driver Track, der steht. 550, wie gesagt. Kumpel. Nee. Da nützt ja auch deine super moderne MBT. Ja, Panzerung wollte ich jetzt sagen. Ist eher nicht so beim Leo. Alter, kann das sein, dass die Rauchwolken größer geworden sind? Weiß ich nicht. Das sieht nach oben so gigantisch aus. Okay. Leos treffe ich aber mit niedrig getierten Panzern relativ gerne, weil die Panzerung von denen ab und zu trollig, ja, aber in der Regel dünn genug ist, dass du von allen durchkommst. Ja. Nur beim Snipen gegen den Leo, das macht wenig Spaß. Ja, das stimmt, ja. Ja, ob der jetzt APDS feuert oder seine Heat, das ist beides böse. Relativ leer hier bei uns.
Warum haben die Pershings eigentlich keine Stabilisierung mehr? Hat es nicht mehr reingepasst? Ich hab keine Ahnung. Ich ertappe mich bei dem Ding hier auch voll oft, dass ich die Taste 5 hämmer. Weil es fährt sich halt einfach wie normaler Pershing. Plus Panzerung halt. Ja, gut, ich spam die Taste sowieso nicht, weil ich die meistens nicht habe. Cause you stock. Oh verdammt, hi! Der guckt mich an. Tun Sie dies nicht bitte. Sorry, ich habe ihn zu spät gesehen. Ja, ich habe ihn auch zu spät gesehen. Nein! Nein, einfach nein. Dafür habe ich die APCA dabei. Er kommt halt, egal wo er mich trifft, kommt er durch. Ja, ja, bei dir sowieso. Bei mir kann er Schwierigkeiten haben. Kann, aber in der Regel nicht. Sollen wir das nochmal machen? What? Schlecht? Nein. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber du möchtest es. Du möchtest es. Du bist gerade schon mal rausgekommen nochmal. Nee, das hat, glaube ich, nicht gelangt. Okay, unser Team ist gerade sehr, sehr mitteilsam. Ja. Ja, ich glaube, da müssen wir drüber reden. Schon ein bisschen nervig. Naja. Einfach ausblenden. Nein. Nein. Verdammt, echt? Okay, krass. Krass, wo? Gerade angekommen, warum schaffst du einfach? Wo? Okay, krass. Krass. Krasser Winkel. Er kommt jetzt runter zu meinem Wrack. Komm mit dem Flugzeug zu dir. Bist du im Light, okay, oder? Ja. Siehst du ihn oder kannst du ihn markieren? Keine Ahnung, wo er ist. Also der ist von da, wo er vorher stand, zu meinem Wrack gefahren. Straight runter. Ja, ich guck. Ich höre irgendwas, glaube ich. Ich meine, wenn du ihn killen kannst, kill ihn, aber ich habe jetzt zwei Geschenke für ihn dabei. Oh, er guckt mich an. Turmdrehkranz, cool. Soll ich ihn wegmachen? Ja, kannst du machen. Boah, er ist an mir gebounced. Was? Wie? Wie zur Hölle? Puff! Warte mal, war der das? Ja. Gut, also damit wäre mein Warthunter-Glück für die nächsten Wochen vermutlich, ja. Pro-Pilot! Hashtag. Ja. Aber ich will wieder in den Panzer rein. Ich fahre jetzt mitten in die Stadt rein. Und ich schwitze. Switche. Schwitze, genau. Das deutsche Switchen. Willst du mal? Ja, ich geh jetzt direkt in die Stadt. Ja, dann komme ich von hinten. Das kannst du ja so gut. Ja. Oh, lol. Okay. Alles sehr klar. Gut. Cool, in die Muni hinten rein vom Tiger. Orange. Ja. Das passiert leider häufig. Sag mal, warte mal. B ist deren Punkt gewesen. Okay.
Ich hab grad schon wieder die Arti gesucht. Also wenn das so weitergeht mit diesen Teammeldungen, dann muss ich das ausmachen. Das geht mir so dezent auf die Nerven. Bombe. Aber ich darf nicht, das ist gut. Pass auf, die Focke Wolf fliegt noch. Wie scheiße schieße ich denn? Ich bin gleich tot, wenn ich nicht gleich den kill. Hast du Hilfe? Nee. Ai. Mal. Brauchst du Hilfe? Ich hab mein G. Alter, du hast gerade aber auch wieder mehr Glück als Verstand, oder? Ja, warum schießen die auch alle auf mich? Liebe Oswin 2. Danke für den Fahrer. Nein, 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 nein! Okay, fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück! Okay, ich bin nicht durchgekommen. Ich bin nicht durchgekommen. Okay, sein Getriebe ist Schrott. Guckst du nach rechts? Kann ich, kann ich, kann ich. Erst okay, gut. Ja, das war so ein dezenter Overkill. Er ist noch ein Heavy hinten, hinten, hinter. Giga 2P. Ist abgeklärt. Wenn du ihn irgendwie beschädigen kannst, mach das. Nicht an. Wer denn? Du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst. Okay, danke. Was, warum? Was machen unser Team? Was machen unser Team? Sehr gut. Ja, ich hab die Sounds von Motoren ein bisschen hochgeschraubt. Ich hoffe, euch. Bombe. Du bist. Wow! Ich hoffe, das passt noch. Was fahre ich denn jetzt? Oder soll ich fliegen? Also, es fliegt eine Menge vom Gegner, ne? Also, auch Jets. Also, ich weiß nicht, ob du da jetzt so in die Luft willst. Soll ich eine P51 nehmen, ha? Ja, wenn du es dir zutraust, die Gegner platt zu machen, kannst du das tun. Nur, wie gesagt, da fliegt einige. Ah, wird schon, ich habe keine Punkte, danach kann ich immer noch rein. Ich mache so 300 und ich habe 1000, also alles gut. Wird schon schief gehen. Meine 50 Kilobomben, die werde ich auch los irgendwie. Da kommt, also ja, weiter vorne kommt. Da sind, ist ein Tiger 2 und ein Panther. Da kommt noch was. Und da ist noch was. Und da ist noch was. Verdammt! Boah. Kannst du das wegmachen? Da eine Bombe drauf. Ich hoffe, dass cool, 50er aber was machen. Waren nur 50er Bomben, keine, hat nichts gebracht. Ja, hier benutzt. Also da ist ein, da ist ein Kugelblitz. Habe ich gerade beschossen. Oh, hi. Komm dann mal so langsam in deine Richtung. Meine? Nein, neben seine. Okay. Also hier ist irgendwo eine Wirbelwind. Oh, das ist das Flugfeld. Nee, Kugelblitz. Wirbelwind. Au, 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 au. Wait. Oh mein Gott, bin ich... Ich hab mich schon gefragt, wo der Panther war. Oh mein Gott, hab ich gerade Luck gehabt. Ist wohl Flugzeuge hinter mir. Jörg, kannst gerne vorbeikommen. Ernsthaft? Kannst gerne vorbeikommen, hey. Ich hab ein MG. Diese Drecksflachs auf dem vom Flugfeld. Geht's dir nicht mehr gut? Ja, die zündet mich einfach an auf keine Ahnung wie viele Kilometer. Au. Ich hätte nicht auf dich gucken sollen. Oh, ich. Nee, gar nicht mal.
Ich hätte nicht auf dich gucken sollen. Kannst du hier noch hinschießen? Ja, nevermind. Nee, ich kann nicht mehr steuern. Bin im Punkt. Tja, Leute, niemals Hans Cook in die Luft spielen. Das war traurig. Flugzeuge fliegen aber keine mehr von denen, oder? Doch. Viele? Doch, doch. Sind gerade zwei gestartet. Okay. Ja, so. So, bei B fährt gerade ein Panther rum. Der ist aber eher Richtung uns jetzt gefahren als zu B. Der ist braun angemalt und hat Büsche im Gesicht. Okay. Also Wüstentarnung. Also eher beige, oder? Ja, du weißt, was ich meine. Diese deutsche Wüstentarnung. Ja, hier. Ich durfte nicht scouten. Wirklich da, wo du markiert hast? Also hier, oder? Ziemlich genau. Verdammt, warum guckt der? Ich kann nichts mehr machen. Und was macht unsere Drecksuh denn bitte? Die steht doch direkt vor dem, oder? Ja, und die schießt auf Flugzeuge und fährt dran vorbei. What the fuck? Oh mein Gott, unsere Su ist gerade echt nicht die schlauste. Wie bescheuert kann man sein? Ich dürfte nochmal mit dem Gutschein mit einer Mustang. Alter, Su, dann halt doch einfach an, ey. Gott, Teammates sind manchmal echt der größte. Das sage ich ja fast jede Folge mittlerweile. Ich will kein Jumbo fahren. Kein Jumbobble? Nee, will ich nicht. Ich mag das nicht. War ich lieber Flak als den Mist. Okay von der Runde, auch wenn wir maximal geupdatet wurden. Weil 4 Kills, 6 Assists bei dir ist jetzt auch nicht verkehrt. Ja, besser als die anderen. Okay, ja. Ja, 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 ja. Hat deine Raketen getroffen? Ja. Alter. Au. Das war fies. Sind immer noch Flieger am Himmel? Ich weiß nicht, ich guck grad nicht auf Flugzeuge. Das ist eine Wirbelwind. Ach, was mach ich denn? Nein, ist immer noch ein Kugelblitz. Heute habe ich es nicht so mit Namen. Heute? Was? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der den T25 wahnsinnig hässlich findet? Der Turm war, der ist so asymmetrisch. Also der Pershing-Turm ist auch nicht symmetrisch, aber auf jeden Fall besser als der hier. Pass auf, da wo du hinfährst, ist irgendwo die Kugelblitz gewesen. Ich weiß, ich immer such die nach Kugelblitz, nicht Wirbelwind. Kugelblitz. Verdammt, da kommt mich Flieger an, aus der Richtung. Woher kam das jetzt? Ja, auch in der Richtung. Ja, wie weit von dir? Ziemlich nah. Also von der, ungefähr die Straße. Hier gerade, die zu B fährt. Aber es sind, glaube ich, 3 Flaks oder so. Bei Flaks im Combo sind halt böse. Und jetzt kommt ein Flugzeug.
hier. Wenn ich wenigstens wüsste, wo die Flaks ungefähr sind. Ja gut, unser Team hat sich den Punkt geholt, oder? Verlieren wir den gerade schon wieder? Ja, der wurde weggebombt, der da drin war. Ja gut. Das war echt bitter mit der Rakete gerade. Also warte, ich bin jetzt bei deinem Wrack. Da, wo du hinguckst in die Richtung, oder? Ah, ich... Ja, der ist weitergefahren. Pass auf, da ist irgendwo ein Jagdpanzer 4-5. Okay. Jagdpanzer 4-5. Keine Ahnung, wo. Ich sehe. Standen mitten auf dem Hügel. Nicht der beste Spot, um mit dem Ding irgendwo sich hinzustellen. Leider keine Nuke. Wäre ich nicht einmal gestorben, hätte ich jetzt die Nuke bestimmt. Aber ich musste ja leider viermal sterben. Der Noob. Du hattest sie auch noch nicht, oder? Nee. Ja, good game. Ja. Ja, ich weiß, dir kann man es nicht recht machen, außer du bist auf Platz 1. Na, war okay. Aber okay. Okay. Oh, eine Trophäe. Immerhin ein gescheiter Auftrag, Blind Hunt bekommen. Ja, da ist ein... Also der ist nützlich im Vergleich zu den meisten anderen. Ja. Okay, Leute, ich glaube, mein Internet stirbt gerade. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay, gut. Dann irgendwas schnell über die Bühne. Also, wie gesagt, tolles Fahrzeug. Ich mag es sehr gerne. Schöner Zusatz für den amerikanischen Baum. Ich mag ihn eigentlich nicht so, den amerikanischen Baum, aber gerade diese Mediums, die zu Heavys umgebaut wurden, gefallen mir persönlich sehr gut. Kann ich empfehlen, wer da noch nicht ist, geht hin. Bin gespannt, ob der höher kommt. Auf 6-3, wenn der Top-Tier ist, rasiert der halt fast alles weg. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.